Viele, vielleicht auch Sie, telefonieren sich gerade die Finger wund, um einen Impftermin zu bekommen. Ja, läuft nicht rund. Impfstoff ist eben Mangelware. Aber dann immer wieder diese Schlagzeilen. Minister reserviert Corona-Impfstoff oder Impfstreit, Verwandte der Chefetage bevorzugt. Überall im Norden scheint es regelrechte Impfdrängler zu geben. Was ist da los? Fragen wir und beginnen in Hamburg in der Blindenstiftung. In diesem alten Pflegeheim für blinde Menschen wurden offenbar Personen geimpft, die noch gar nicht dran wären. Mitarbeiter aus der Verwaltung, sogar der Geschäftsführer selbst. Wir treffen einen Angestellten, der uns davon erzählt. Er ist bereit, mit uns zu sprechen, aber will auf keinen Fall erkannt werden, aus Sorge um seinen Arbeitsplatz. Als er erfahren hat, dass sich auch noch sein Chef hat impfen lassen, ist er empört. Wir arbeiten hier schon viele Jahre und auf einmal ist da einer und schießt beim Impfen so quer. Das haut mich echt um. Der Geschäftsführer habe sich und andere Mitarbeiter aus der Verwaltung mit auf eine Impfliste gesetzt, auf die eigentlich nur Personen aus der sogenannten Prioritätsgruppe 1 dürfen. Also über 80-Jährige und diejenigen, die Alte und Kranke pflegen und betreuen. Auf dieser Liste waren wohl der Chef, sein Sohn, die Assistentin und ihr Ehemann, ein Handwerksmeister mit seinem Gesellen. Wir wollen den Geschäftsführer selbst sprechen. Was ist dran an den Vorwürfen? Wir bitten mehrmals um ein Telefonat. Ja, ist er jetzt wieder auf seinem Platz? Könnten Sie mich sonst einfach einmal ganz kurz durchstellen? Das ist ja... Immer wieder werden wir von der Assistentin vertröstet. Der Chef habe einfach keine Zeit. Wir bekommen schließlich die Antwort schriftlich. Tatsächlich räumt der Geschäftsführer ein, geimpft worden zu sein. Auch sein Sohn, seine Assistentin, deren Ehemann, sogar der Malergeselle. Diese Personen seien alle impfberechtigt, argumentiert der Geschäftsführer, weil sie in einem Altenpflegeheim arbeiten würden. Eine interessante Interpretation der Impfverordnung. Er schreibt uns: Der Gesetzgeber regelt laut § 2 Absatz 1 Nummer 2 der Corona-Impfverordnung, dass alle Personen, die in Altenpflegeheimen tätig sind, mit höchster Priorität Anspruch auf Schutzimpfungen haben. Wir fragen den Rechtsexperten Professor Thorsten Kinggren. Er ist Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Haben Geschäftsführer und Verwaltungsangestellte einer Pflegeeinrichtung wirklich einen Impfanspruch? Das halte ich für falsch, sondern wenn man sich diese Prioritätsgruppen des Paragraphen 2 genauer anschaut, geht es jeweils um das Personal, das unmittelbaren Patientenkontakt hat und deshalb geimpft wird. Also es ist ganz wichtig, dass sich jeder auch nochmal die Impfverordnung verinnerlicht. Denn die Corona-Impfverordnung ist eindeutig. Nur die Personen, die zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen tätig sind, dürfen schon jetzt geimpft werden. Darunter fällt kein Geschäftsführer, keine Sekretärin, kein Malermeister und auch kein Geselle. Wir stoßen auf immer mehr Fälle von vorzeitigen Impfungen. Klinikchefs, sogar Bischöfe, auch Politiker. In mehr als 20 Orten, allein in Norddeutschland. Und häufig stoßen wir auf ein weiteres Argument, fast schon ein Klassiker. Zum Beispiel im Kreis Steinburg in Itzehoe. Hier soll sich der Landrat Thorsten Wendt vorgedrängelt haben. Wenn er nicht eingesprungen wäre, hätte der Impfstoff weggeworfen werden müssen. Das versichert er uns. Da trifft es zu, dass Sie sich am 23. Januar gegen Covid-19 haben impfen lassen. Ja, das ist richtig. Und wie kam es dazu? Das kam dazu, dass ich einen Anruf bekommen habe von meiner kommissarischen Gesundheitsamtsleiterin, dass im Impfzentrum die Nachrückerliste abtelefoniert worden ist und man jetzt keine Ersatzperson mehr gefunden hätte. Und dann hat sie gesagt, entweder Sie kommen oder wir schmeißen die Impfdosis weg. Aber haben Sie keine über 80-jährigen Nachbarn oder so vielleicht? Nein. Aber ich meine, Sie sagen, es wäre nicht möglich gewesen, obwohl Sie seit Jahren als Landrat hier arbeiten, jemanden in der Zeit zu finden, der geimpft hätte werden können. Das ist ja jetzt eine Hypothese, die können wir beide nicht überprüfen.
Das Argument, dass der Impfstoff sonst verfallen wäre, hören wir immer wieder. Andreas Hammerschmidt von der Ärztevereinigung Marburger Bund lässt diese Argumentation nicht gelten. Wenn Sie den BioNTech-Impfstoff zum Beispiel, der sensibelste ist, aufziehen, dann haben Sie 2 Stunden Zeit, um den zu verimpfen. Dass Sie dann nicht am Anfang dieser 2 Stunden wissen, wer sind jetzt die 6 Personen, die geimpft werden, sondern Ihnen das 1/2 Stunde vor Ablauf einfällt. Also da ist entweder an der Organisation ganz schön was falsch gelaufen oder die Begründung hapert, um es mal freundlich zu sagen. Hammerschmidt fordert verbindliche Nachrückerlisten für den Fall, dass Impfstoff übrig bleibt. Wie eine Ersatzbank beim Fußball. Wir brauchen eigentlich in jeder Einrichtung oder in den Impfzentren, in denen Impfungen vorgenommen werden, wie eine Art Liste, die sagt, wenn Impfstoffe übrig bleiben, gibt es eine Telefonkette, wer dann angerufen wird. Und das müssen wirklich diejenigen sein, die in der Prioritätsliste ganz oben stehen. Fast täglich erreichen uns jetzt Zuschriften mit neuen Fällen aus dem ganzen Sendegebiet. In der Altenheimkette Pflegen und Wohnen in Hamburg soll die ganze Verwaltung zum Impfen eingeladen worden sein. Die Argumentation kennen wir schon. Doch das Ausmaß ist neu. Auch hier wollen die Betreiber nicht mit uns sprechen. Beantworten unsere Fragen wieder nur schriftlich. Man habe den Beschäftigten ein Impfangebot unterbreitet, die regelhaft in unseren Pflegeeinrichtungen agieren, Pflegekräfte intensiv betreuen oder eben diese Gruppe in zentralen Räumlichkeiten schulen. Klingt für mich so ein bisschen so, als wenn sie einfach allen ein Impfangebot gemacht haben. Und das wäre sicher nicht im Sinne der Erfinder des Impfgesetzes. Aber Sanktionen für Impfdrängler gibt es bisher nicht. Der Rechtsexperte fordert: Im Übrigen sollte man insbesondere bei Krankenhäusern, auch Pflegeeinrichtungen daran denken, dass Dokumentationspflichten eingeführt werden, dass dokumentiert wird, ja, wen haben die denn da eigentlich geimpft? Das ist zwar ein gewisser Zusatzaufwand, aber den sollte es wert sein, wenn es um Leben und Tod geht. Ja, das Vordrängeln wird übrigens nicht geahndet. Ein Bußgeld ist nicht vorgesehen. Hier könnte Bundesgesundheitsminister Spahn nachbessern. Wir sind eins. ARD.